Unsere Zurückhaltung sollte sich lohnen. Als die Inselbewohner mich und meine Männer in ihr Dorf führten und zu einem üppigen Mahl aus Robbenfleisch, Fisch, Lamm und Meeresgetier einluden und uns zudem einen zugegeben recht herben Wein vorsetzten, den sie aus Früchten von Palmen herstellten, war die Welt für uns in Ordnung. Kaum waren wir gesättigt, haben uns die Frauen zum Baden an den Strand geführt. Egil lächelte seinen Zuhörern zu, die gebannt an seinen Lippen hingen. Natürlich blieb es nicht beim Planschen, und nun fühlten wir uns wirklich wie Götter. Egil seufzte sehnsüchtig und trank einen Schluck Wein. Glaubt mir, meine Männer und ich wähnten uns im Paradies, das die Christen und Muslime in ihren Geschichten preisen. Dann lachte er. Wenn mich eines Tages der Tod ereilt, würde ich danach lieber dort weilen, als mich in Valhall jeden Tag aufs Neue mit meinen Kameraden zu schlagen und in die Nächte hineinzusaufen. Egils Miene wurde wieder ernster. Wir blieben 2 Wochen bei den Mayo, wie sie sich selbst nannten, und lernten uns grob mit ihnen zu verständigen. Ihre Insel nennen sie Kat'an, was in ihrer Sprache Land der Sonne bedeutet. Sie leben hauptsächlich vom Fischen und von ihren Schafen und Ziegen. Aber ich habe auch ein paar Felder mit Gerste gesehen. Wenn ich die Mayo richtig verstanden habe, gibt es auf Kat'an selten Regen und es ist dort immer warm und nur selten heiß. Bevor wir wieder in See stachen, bedankten wir uns bei den Männern der Mayo mit bronzenen Armreifen und Dolchen und bei den Frauen mit farbigen Tüchern für ihre Gastfreundschaft. Der Abschied von dieser friedlichen, fast vollkommenen Insel fiel uns schwer. Egils Augen glänzten glückselig, als er innehielt und in seinen Erinnerungen an Kat'an und an seine gastfreundlichen Bewohner schwelgte. Er trank erneut einen Schluck Wein, um seinen vom Reden trocken gewordenen Rachen zu befeuchten. Ingvi nutzte die Erzählpause, um für eine dringend anstehende Erleichterung kurz nach draußen zu eilen. Hastig hob er seine Tunika an, zog seine Hose herunter und fast gleichzeitig schoss ein heißer Strahl dampfend in den Schnee. Er seufzte, hob seinen Kopf und blickte zunehmend entspannt auf den Fjord, dessen Wellen im Lichtkegel des Mondes schillerten. Etwas irritierte ihn. Als er genauer hinschaute, erblickte er gelbe Lichter auf der linken Uferseite des Meeresarms, die in der Dunkelheit waberten. Das waren Feuer, erkannte er mit Schrecken. Keine Signale der Wachen, sondern zerstörerische Flammen, die womöglich gerade Gehöfte in Schutt und Asche legten. Eilig zog er seine Hose hoch und rannte zurück in Ulrichs Halle, in der Egil wieder fantasiereich das Wort führte. »Es brennt! Gehöfte brennen!« Vorwurfsvoll, sie aus Egils spannender Erzählung gerissen zu haben, glotzten die Männer den Störenfried an. Als ihnen jedoch der Sinn von Ingvis Worten dämmerte, sprangen sie so ungestüm auf, dass Becher vom Tisch sprangen und die Bank von Digo und Ulrich kippte. Mit besorgten Mienen stürzten sie nach draußen und starrten fassungslos auf die Feuerherde, die in der Ferne wie kleine, harmlose Tranlichter flackerten. Digo erstarrte. Seine Gedanken überschlugen sich. Auf der linken Seite des Fjords lag auch die Köhlerhütte. Stina war in Gefahr. Als er zu seinem Haus rannte, hörte er noch Ulrichs Befehl. »Ingvi, wecke meine Männer! Die Knechte sollen unsere Pferde satteln!« Digur riss die Tür zu seiner Halle auf und polterte in den Raum. Seine Knechte sprangen von ihren Lagern auf und sahen ihren Herrn mit verschlafenen Augen erschrocken an. »Du«, deutete er auf den einen, »sattelst und bringst mir mein Pferd. Du«, zeigte er auf den zweiten, »hilfst mir beim Ankleiden und du«, womit er den dritten meinte, »unterstützt ihn dabei.« Während Otto in Richtung Stall lief, entzündeten Enno und Kilian die Tranlampen, öffneten die Truhen und schleppten Digurs Kettenhemd, seinen Helm, seine Waffen und seine Kampfschuhe herbei. Er dankte den Göttern für den klaren, fast vollen Mond, dessen Licht es ihm erlauben würde, schneller sein Ziel zu erreichen.